What? What country? I never heard this. Jo, gutes Gefühl für die kommende Reise. Folge hier im Vlog. Und zwar geht es für mich erstmal auf die World Tour und dann noch in Zentralafrika. Wir spielen in Bujumbura, Burundi. Karte zeige ich euch gleich nochmal, wo das ist. Kennt bestimmt eher weniger. Und ja, das wird eine ganz, ganz wilde Reise. Brauche ich eigentlich gar nicht so viel sagen. Ich nehme euch einfach mit. So, die Vorbereitungen laufen auf Höchsttouren hier. Und hier gibt es so ein paar Medikamente, die mitkommen, Mückenspray, Imprägnierspray für die Kleidung, Malaria-Tabletten, Magentabletten, Tee, falls es zum Dünnpfiff kommt. Und ansonsten, ja, hier noch ein bisschen Proviant für die Fahrt, ein paar vegane Sachen. Mal gucken, wie es so aussieht mit veganem Leben in Burundi. The next day. So, auf geht die wilde Reise hier. Mit der dänischen Blechkiste. So, heute Morgen früh aufgestanden und jetzt sind wir on track hier mit dem dänischen Zug. Sieht ein bisschen aus wie im Ozean-Film hier. Und wir fliegen jetzt aus Kopenhagen, weil es da die besten Verbindungen gab. Es war deutlich preiswerter. Und let's go! Züge sehen so witzig aus. Bisschen wie so ein Kind, was so einen Zug gemalt hat. So, da wir heute ja lange unterwegs sind, probiere ich jetzt die Zeit noch ein bisschen zu nutzen und ein bisschen Uni zu machen. So, jetzt sind wir am Flughafen. Gepäck ist weg. Und boah, der Boy gerade am Schalter hat so Hals und Beinbruch gewünscht. Mal gucken. Da ist er. 1925 ET 2725 Addis Abeba über Wien. Wir waren gerade am Global Exchange und haben probiert, hier schon mal Euro gegen Burundi-Franc zu tauschen. Und der einzige Kommentar, der kam: What? What country? I never heard this. Jo, gutes Gefühl für die kommende Reise. So, let's fucking go! Jetzt geht's rein in den Flieger. Und dann sind wir weg. So, das ist echt Arsch, ey. Ich fliege noch die ganze Zeit. Daher probiere ich hier irgendwas, um meine Bahn zu trainieren. Ein bisschen zu stretchen, ein bisschen zu laufen, ey. Sonst kann ich mich überhaupt gar nicht bewegen. So, noch gibt's veganes Essen, mal gucken, wie lange noch. Mit Tofu auf jeden Fall vegan. Ich glaube, den Kuchen, der kann man wohl eher nicht. Aber ist ja nochmal solide jetzt. Mal gucken, wie das dann die nächsten Tage wird. Good night. The next day. Good morning from Addis Abeba. Wir sind gut angekommen. Jetzt haben wir wahrscheinlich nochmal 5 Stunden Zeit, bis der nächste Flieger geht. Ist ein bisschen unlucky. Jo, ansonsten pennen wir hier gerade. Also ich habe auch gepennt. So sieht das dann aus, wenn man hier 5 Stunden Aufenthalt hat. Ganz wild. So, wir waren jetzt zum Boarding am letzten Winkel hier, A5. Und dann hieß es auf einmal, wir müssen zu C3. Spannende Orga hier am Flughafen. 12 seconds later. So, kurzes Update. Wir laufen immer noch, so wie es aussieht, komplett einmal anderes Ende vom Flughafen. Bonjour, de
Burundi. Let's go. Sieht ein bisschen aus wie auf dem Mond hier. Es ist auf jeden Fall krass viel Wind hier und brüllend warm. Also richtig warmer Föhn. Und der Flughafen ist einfach nicht abgesperrt. Und ja. Let's go. So, also hier gibt es ein Gepäckausgabeband. Und ja, dann steht hier alles wild rum. Ich habe zum Glück meinen Koffer und alles. Und jetzt müssen wir den Koffer nochmal scannen und dann kommen wir hoffentlich, ja, wahrscheinlich in einer Stunde hier raus. 9 THD03 T HD03 H Wir haben sie gefunden. Die erste Ampel von Burundi. So, das ist unser Hotel mit einem ganz netten Pool und ja, an sich mussten wir unseren Zimmerpreis nochmal neu verhandeln an der Rezeption. Die wollten, dass wir Booking stornieren, weil die keinen Bock hatten, das zu zahlen. Aber ja, Room ist fine, schon gut breit gemacht, haben auf jeden Fall so ein Moskitonetz über dem Netz, über dem Bett, das ist schon mal mega. Und auch richtig special ist, dass die Tür, naja, nicht ganz so gut schließt. Aber ja, hier ist wahrscheinlich nochmal hier. Ansonsten brummt die Klimaanlage as fuck und es ist sau warm, wenn man hier rausgeht. Also funktionieren tut sie. Und dann haben wir hier das City Hill Hotel mit dem Blick über die Stadt aufs Wasser. Das ist echt ein ganz geiler Ausblick. So, wir haben keine Bank überfallen, aber hier liegen jetzt 305.000 Burundi-Fran. Das sieht irgendwie sehr wild aus hier, die Währung. Hier ist bestimmt noch El Presidente drauf. Und hier tragen die schön die Vars am Kopf. Ein Bison oder was auch immer. Ja, sieht irgendwie heftig aus, so eine fette Federstab. Tilo packt wieder aus mit den freshen Outfits. Diesmal stichfester Pyjama. Zum nächsten Mal bügeln wir den noch. Aber ansonsten Träumchen. So, wir haben uns ein bisschen warten lassen, aber ich habe veganes Essen bekommen. Reis mit Gemüse, Tomatensauce, Tilo schöne Nudel-Bolognese. Und Tee mit Milch. Sieht auch sehr spannend aus. Ja, geht schlechter. The next day. Good morning. So, liebe Tilo und ich. Hallo. Wir stehen jetzt hier schon eine Viertelstunde vom Hotel und wollen mit dem Shuttle zum Trainingsplatz. Training war eh so ein bisschen special von der Kommunikation. Ja, wir wollten eigentlich gerne was mit den Schweden zusammen machen. Von 10 bis 12. Dann hieß es, wir dürfen um 9 trainieren, die Schweden um 12.30 Uhr. Ja, dann haben wir gesagt, dann wäre Shuttle 8.15 Uhr ganz nett. Jetzt ist es gleich 8.40 Uhr, immer noch kein Shuttle da. Wir schauen mal, wann und wie wir heute trainieren. Ich glaube, das liegt nicht mehr in unserer Hand. We are in Bujumbura. I'm so happy to meet these guys, Richard and Tilo. Nice to meet you, my friend. All right. Ah, yes. How is it to drive in Bujumbura? Here in Bujumbura, we have a problem of driving. These drivers of buses and taxis taught us to drive in disorder. Then it's hard for us to obey the rules for in the roads. It's really a problem. Differently from your country there. Nice, thank you. All right. I know as many as possible. I know Serge Gnabry. I know Rio Sane. I know as many as I can. The market. And this is a parking for people who want to go to the north of Burundi. Ah. This is a parking, yes. Auch ganz witzig, in Burundi fahren alle auf der rechten Seite im Auto, so wie in Deutschland. Aber die meisten Fahrer sitzen auch auf der rechten Seite. Also die haben quasi dieselben Regeln auf den Straßen wie wir, aber fahren komplett anders. So, hier sind wir jetzt. Hier
Finde das Turnier statt. Hier ist die Venue. Das, ja. Sieht irgendwie ganz cool aus hier. Direkt am See. Und ja, kurz. Wir noch ein bisschen gebastelt. Ja, was machen wir eigentlich? Wir zocken ein Future-Turnier. Und zwar ist das die unterste Kategorie der World Tour, wo alle Nationen sich anmelden können. Und ja, in Europa sind die Turniere leider immer sehr voll und da braucht man ganz schön viele Punkte. Und von daher sind wir froh, dass wir hier reingerutscht sind, auch mit wenig Punkten. Und haben deswegen gesagt, dass wir den Reisestress mal auf uns nehmen, um mal die Erfahrung mitzunehmen. Also für mich, Tilo hat ja schon mal World Tour zu spielen und mal international zu spielen und mal zu schauen, wie das ist, gegen andere Teams zu spielen als in Deutschland. Und ja, ich freue mich drauf. Wir sind jetzt im Hauptfeld gesetzt. Eigentlich ist das Ziel, ins Hauptfeld zu kommen. Jetzt muss man da gar nicht in die Quali. Und ja, ich bin gespannt, wie das wird. Jetzt die Tage hier. Richtig geil, ne? Das ist auf jeden Fall einer der schönsten Courts, auf denen ich bis jetzt gespielt habe hier. Hier ein bisschen Trainingsspiel. Und die Jungs haben gerade gemeint, hier ist Nepo lang geschwommen. Richtig geil. Wenn es piept, nimmt's auf. Hey! Euch pfeifen. Die Tanze. Bujiburi. Bujiburi. Tilo, wie lebt es hier in Burundi? Kühles Wasser, VIP Go. Kühles Wasser, heiße Luft. Heiße Luft. Was sagst du dazu? Lübeck. Lübeck. Monsterblock hier bei Richie P. Müller. Kadum. Hey, Germany. Just 1 minute there, I have a problem. Yeah, we don't see. Yeah, take a photo. Oh, yeah. Make sure you don't swim here, right? They told me we have to stay to you. Ich finde es geil, wie viele Leute man nehmen kann, um ein Loch zu buddeln. Ansonsten entsteht hier langsam der Center Court. Arbeitsschutz mit Bauhelm nicht bei allen, aber läuft. Und ansonsten entsteht hier die Tribüne. Ganz cool. Jo, auf meinem Fahrrad habe ich auch mal so eine Tonne Holz drauf. Ey. So, mal gucken, wer es jetzt ist. Hey! Salama. Sa. Hello to Main Draw Boys. Oh, Main Draw ist Main Draw! Let's go! Oh, ich mache noch eine Geschichte. Look at this one. Alter, vor. Wir haben 2-1. Oh, you guys made me eat. Hier ist der Busbahnhof von Bujumbura. Hier ist ein bisschen weniger drin. Das sieht sehr, sehr wild aus.